Ho, 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 liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum Weihnachtskalender. Wir haben nichts mit dem Weihnachtskalender von World of Tanks zu tun. Hier gibt es nichts zu kaufen, hier gibt es nur etwas zu spielen und zu sehen und zu hören. Und apropos hören, der Lenny ist da. Hallilöchen. Hallo, hallo. Freut mich, dass du da bist. Und du bist ja neu bei uns, ne? Also quasi hier auf dem Kanal, weil du warst ja tatsächlich noch niemals hier zu hören. Also herzlich willkommen und freue mich, dass du es geschafft hast. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut über deine Einladung und Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Dankeschön. Was richtig cool ist, weil du bist ja genau richtig gekommen zum Patch, weil jetzt haben wir die neue Garage. Wie findest du die? Ich stehe total drauf. Also ich bin so ein Weihnachtstyp und ich freue mich, seitdem es eingeführt wurde, freue ich mich immer auf die Weihnachtsgarage, weil ich finde diese Atmosphäre einfach total toll. Doch, also wie gesagt, ich bin ein absoluter Fan davon. Ja gut, deine Garage ist auch schon auf Stufe 10, meine ist noch so ein bisschen, wir bauen noch auf. Ja, ich bin schon durch, das stimmt, ja, ich bin schon durch. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern heute geht es um den IS-7. Den hast du hier ausgesucht, weil ich hatte ja eine Abstimmung laufen lassen, wer welchen Panzer sehen will. Und IS-7 war ziemlich weit oben und deswegen werden wir den heute mal fahren. Warum magst du den IS-7 so? Er ist auf jeden Fall ein Panzer, der unheimlich viel verzeiht. Ja, oh ja. Da ich ja ab und zu mal ein bisschen Brain AFK bin, kommt mir das ganz zugute, dass die IS-7 mich da ein bisschen so unterstützt, wenn ich mal nicht aufpasse, wenn ich wieder im Chat unterwegs bin und dann spüre ich den Bouncer. Also da muss man sagen, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Panzer, der einen da unheimlich unterstützt, wenn man mal ein bisschen fehlt. Hältst du ihn für einen guten Anfängerpanzer, wenn man das erste Mal in T10 unterwegs ist? Ja. Sehr gut. Weil, ich sag's auch mal, nehmt euch einen IS-7, ja, lernt T10 kennen und mit der 130er habt ihr trotzdem Spaß. Also, ist geil. Die Kanone ist einfach geil. Deswegen, nee. Also, wenn gefragt wird, wenn neue reinkommen, welche Linie, also meine Empfehlung geht immer erstmal raus: Heavys der Russen hoch zu IS-7. Schon allein über die IS-3, angenehmes Fahren. Die verzeiht viel. Da musst du halt nicht so gut sein. Und von daher, ich denke auch, das ist eine ganz gute Linie zum Anfang. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein. Viel Spaß. Yay. So, was machen wir? Rechts oder links? Ja, unten an die Klippe ran, ne? Vierer Linie. Oh, da war ich lange nicht mehr. Nur eine Arti bei. Ich denke mal, wenn kommt uns die Maus vielleicht entgegen. Oh, schießt du AP oder APCA? Na, bei dem Matchup, wenn ich sehe, der Maus und so, dann wird die 2 gedrückt. Außerdem bin ich gerade dabei, in Richtung zweite Gunmark zu probieren. Und da muss mich die Kanone unterstützen, weißt du? Gunmarks, da müsste man den Panzer ja öfter als 3 Runden fahren. Ja, mache ich gerade. Ich nicht. Weil ich habe gestern damit angefangen. Nach 3-4 Runden gehen mir die Panzer auf den Zeiger. Egal welcher. Echt, ja. Nee, also da muss ich sagen. Na, Schuss. Da gehöre ich zu der Fraktion, die können den ganzen Tag ein und denselben Panzer fahren. Oh, dahinter Achtung, ist noch Achtung, der T30. Gebounced. Dessen? Ja, nice. Sehr nice. Oh. War sie ja noch Spot für mich bei? Jawohl, nice, sehr nice. So, ihr seht uns der nächste. Ja, T30 fährt rum, fammelt. Gönnen Sie den? Sehr nice. Guck, guck. Wo kommen den? Gebounced. Okay, ist weg. Der hat geschossen. B30 fährt vor. Wir müssten mal gucken, ob wir den irgendwie umzingelt kriegen. Ja, oben steht der TVP. Der ist raut raus. TVP sag ich schon, der T95. Oh Gott, ein 704. Schöner Hit. 705 sogar. Ah, ja. Oh, ich mag die 130er, die haben so einen schönen Klang. Wie sieht man schön, was hier alles bouncen kann an unserem Gerät. Das ist sehr, sehr angenehm, der IS-7, weil der hat so eine schöne Trollpanzerung, die kann man so richtig schön einfach einsetzen. Kurz ein bisschen nach links, kurz ein bisschen nach rechts und schon hat man es geschafft. IS-705 ist übrigens noch im Reload. Ja, zumal wenn du Unterwanne versteckt bekommst, ne? Turm, absolut göttlich. Das merkst du in dem Moment, wenn sie umschalten auf HE, dann hast du alles richtig gemacht. Ich bin schon bei 3100 Damage Block bei Armor, ne? Ich hab noch gar keinen geblockt. Die haben noch gar nicht auf mich geschossen. Ja, auf die schießt keiner, ja.
War doch eben grün. Wo ist grün? Ist der 705 Alpha da oben AFK oder was? Nee, der schießt auf mich. Jetzt sieht er mich aber, glaube ich, nicht mehr. Wo will er hin? Hey! Achtung, hier unten kommt noch was. Werden wir den T30 als Deckung nehmen? 705 kann ich leider nicht wirken. Ah, keine Sorge. Machen wir langsam hier. Aber unser Team verliert überall anders ein bisschen an Boden. Ich hoffe, die halten noch ein bisschen durch. Wäre fantastisch. Die Maus kommt hoch. Oh, hier ist 705 Alpha über mir. Ja, richtig drauf. Arti hat. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Nee. Der weiß genau, wenn er jetzt vorfährt, ist er dran. Guck mal auf die Maus. Auf die Maus komme ich nicht, die ist zu tief. Okay, er kommt. Nee, doch nicht. Aber schön, wie wir hier auch gedeckt werden. Das erste Mal, dass ich das heute sehe überhaupt. Vom T30 da. Jetzt will 705 oben rum. Ein Jagdpanzer R100 ist hier hinten. Steht da im Bunker. Vorsicht. Okay. Ah, ich hab noch den T30 als Deckung vor mir. E50 kommt auf links. Gebounce. E705 ist raus. Über uns steht ein T50. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen zurückziehen. Ich krieg jetzt sehr viel von dem aus. So, wie kann man das neu angehen? Hier vorne kommen wir nicht weit. Oh, E steht seitlich zu uns. Ah, ich muss mal weg. Brauch einen neuen Ansatzpunkt. Ja, hier oben ist gut. Die Maus steht jetzt bei mir. Ja, auf die kann ich auch gleich. Muss ich mal ketten. Ah, doch nicht. Okay, Doppelpenetration. Arti steht unten am... am Strand. Okay, der Jagd, ihr haut ab. E50 ist oben. Kannst du auf den vielleicht schießen? Noch nicht. Er hat gerade schöne Dinge fressen vom Jagd vom T30 oben. Schauen wir mal, ob wir nicht zurückfahren. Ah, die hat jawohl. E50 ist raus. Sehr nice. Er hat gut gefressen, ja. Ja. Maus hat ab. Naja. Hat er blöd gemacht, dass er da hochgefahren ist. Auf den Jagd, komme ich nicht. Kann aber auch nicht rumfahren, weil ich weiß nicht, ob der da oben in meine Richtung glotzt. Ja, ich warte mal kurz, was der IS-3 da aufmacht. Da ist er. Ah, der steht hinterm Bunker. Okay, alles klar. Könnte man eigentlich jetzt runterfahren auf die Maus? Die Maus T30. Ja. Hi. Objekt 140. Jagd, ihr will nicht. Komm mit zur Maus. Wenn du kannst, deiner. Gebounced, scheiße. Kein Problem, ich fahr ran. Jetzt ist es aber deiner. Oder so. Warst du schneller dein Reload als ich? Ich hatte ja früher geschossen. Achso, einer bist du. Ah, die hat. Ich bin drauf. Deiner. Nice one. Sehr nice. Oh, der T30 müsste hier noch irgendwo Lucky machen, oder? Mhm. Ich fahr mal vor, ich kann noch einen Schuss. Ah, hast ein bisschen mehr als ich. Ach, easy, macht schon Spaß. Oh ja, schön schnell vor allen Dingen. Ja, schön angenehm zu spielen. Der erste OP-Panzer, weil der ist ja schon seit über 10 Jahren drin, ne? Und er funktioniert halt immer noch. Ja. Das finde ich gut, dass der immer noch mithalten kann. Mhm. Da kannst du mal sehen, wie gut die Kiste ist. Oh ja. 10 Jahre nicht verändert worden und trotzdem noch mit vorne dabei. 4600 Damage blockt bei Armor. 4300 Schaden. Ich habe 600 Damage. Geblockt. Ja, wo ist der T30 jetzt hin? Nee, ich fahr mal hier hinten hoch. Ob sich das Objekt hier irgendwo versteckt.
Ach, auf jeden Fall ist einer im Cap. Ah, wenn beide oben sind. Ja, sind beide oben. Ja, da sind wir jetzt leider zu langsam. Aber der Progetto ist schon am Start. Der sollte gleich decappen. Ja, gedecappt. Tschüss. Ja, aber bin ich mal froh, dass das Team wenigstens auf der einen Seite hier mitgemacht hat. War ziemlich gut. Ja. Also wir hatten sehr viel Unterstützung. Gefällt mir. Das war auf jeden Fall gepasst, ja. War eine schöne Runde. Oh ja. Ja, nice, nice. Geaced. Mensch, denke ich. Ich bin noch in der Garage. Moment. Komm gleich. Trotz SSD, ne? Ich habe eine First Class. Oh. Auch eine Stahlbahn. Ah, okay, du hast 700 Schaden mehr gemacht als ich. Hm. Ein paar schöne Schüsse dabei. Und 17, drei Kills 12. Mehr. Ja. Ah, ich habe nur 17,9, deshalb. Aber hat Spaß gemacht. War ziemlich gut. Und 64.000 Credits konnte ich sogar mit nach Hause nehmen. Yay. Ich habe 11.000 Minus gemacht. Ich habe am Anfang nur AP geschossen. So. Dann gehen wir mal in Runde 2 mit dem IS-7. Oh, der macht Spaß. Mhm. Wahrscheinlich hinten auf... Also wenn ich der FV wäre, würde ich stehen bei J2. Ja. Aber wir können, wenn du möchtest, auch links lang fahren. Oh, ja, wie du willst. Ich fahre dir hinterher. Nein. Gäste entscheiden. Dann lass uns links lang fahren. Fahr mal links. In der Hoffnung, dass der FV da nicht ist. Wenn es schief geht, bist du schuld. Okay. Das geht nicht schief, keine Sorge. Dann geht der nächste Kaffee auf mich. Ich habe in meinem Leben noch keinen Kaffee getrunken, ne? Echt nicht? Nein. Was? Ja, als Kind bin ich mal irgendwo durch die Gegend gefahren, auf der Autobahn, und wurde mir schlecht. Und meine Oma so, hier ist Schokolade, mein Kind, das wird dir besser tun. Und du warst, das war's Mokka. Und seitdem komme ich mit dem Geruch nicht mehr klar. Das okay. War so widerlich. Das ist blöd, ja. Na ja, gut, ist halt so, ne? Ist ja nicht schlimm. Trinkst dafür Tee wahrscheinlich? Ab und zu. Okay. Ansonsten nur Wasser oder was? Ja, also Eistee. Eistee, okay. Ich brauche ein bisschen Geschmack. Okay. Hi. Ach, schieß drauf, ist mein Spot. Oh, ich rutsche. Hat der gerade unter mir durchgeschossen? Der M48 mit dir. Ist nur ein Mehl, ey. Hat bestimmt gleich noch einen Versuch. Was ist da denn hier Schönes? Och, ich hab alles. Der ist aber eklig hier. Geschossen. Gun Impression. Hat man richtig den Struggle gesehen gerade. Aua. Hab die Heatgranaten. Okay, deiner. Hier über uns steht der Kranwagen, das ist schon mal gut. Die Frage ist jetzt, kommen wir von weiter? Na klar. Warum auch nicht, ne? Darf sie mal für 27. Ich hatte gestern eine Conqueror, die hat mich für 1 getroffen. War sehr geil. Ein Schaden. Aha. Ja, das ist in Ordnung. Ich hoffe, du hast sie danach nicht schon mal gesagt, danke. Ich glaube, sie ist danach gestorben oder ich. Einer von beiden. Ja, es ist natürlich blöd, dass wir hier keinen haben, der für uns ein bisschen Licht macht. Kaputt die für, dass die Art hier gleich reinschmeißt. Oh ja. Lass mal den Kranwagen vorfahren. Vor allem stehen die jetzt alle wieder oben im Hügel da. Mhm. Das ist immer nicht so schön.
Okay, hier oben sind Büsche. Ich hoffe einfach mal, ich gehe nicht auf. Vielleicht sind die hier einfach mal ganz. Genau, sei mein Scout. EBR kommt rechts. Ja, halt auch ein Scheiß hier. Okay, mit Anlauf komme ich da vielleicht. Oh, hi. Mit Anlauf würde ich da vielleicht runterkommen. Okay. Wenn der Projektor weg ist. So, jetzt. Ich muss selber singen, sonst komme ich mit der GEMA in Kontakt. So. Ab EBR. Runter. Oder oben haben nix. Ich habe verschossen. Ich auch, aber ich war in der Fahrt. So. Mal sehen, was wir hier haben. Oh, Projektor vor mir. Was, Arti? Viel Spaß. Oh, der wird da oben eklig. Na, E50 steht auch schon oben drin. Oh, shit. Ah, der E50 steht da. 20. Nice, Badget. Nice. Brille steht hier. Ah, auf der H-Linie. Brille ist offen. Okay, Moment. Neues Ziel. Muss mal hinter deinen Hügel mitkommen. Ich hab schon 1800 Spot. Go, go, weiter. Ich bin bei 3-2. Nice one. Ja. Nimm ihn hier. Nice. Aha, E50 hat. Ich hab ein bisschen Schiss vom SCB. Noch ein Hügel, ja. Komm, gib ihn den nächsten Hügel. Au. Bin gekettet. SCB hat. Oh, hi. Sehr nicer Schuss. Bin dem. Ja, der, 50, der E50 da oben ist ein bisschen ärgerlich. Oh ja. Der hält mich jetzt hier ein bisschen unten. Wofür zum Snipern? Okay. Ja, wir müssen kurz warten. Oh, ein dicker, fetter R100 und ich komme nirgendwo durch. Ja, so sowieso nicht. EPCA. Okay, ich glatte jetzt das erste Mal Gold. Du, gönn dir. Hat Mut, hat Mut. Oh, er guckt nicht zu mir. Ja, lass den Turm so, lass ihn so. Lass... Oh, wow, ihr sieben. Echt jetzt? Das war ja nicht lass mal ein Mond. Auf. Du hast wieder komplett eingeaimt. und trotzdem so. Verkackt. Ja, ja, ging oben rechts. Fast raus aus dem Kreis. Die nächste hätte getroffen. Sehr gut. Schön zu wissen. Ja, ist auch manchmal so komisch, ne? Du aimst komplett durch, verschießt, aus der Fahrt, einfach abgedrückt, Volltreffer. Mhm. Russen. Ach, echt jetzt? Ihr sieben. Artillerie nicht getroffen. Oh. Das macht keinen Spaß. Ja, ich habe auch gerade verschossen. Den SCB hinten. Wie viel Spot hast du? Aktuell 3-2. Das ist okay. Ja, ich denke auch. Wenn du ES7, ist das gut. Ich wette, wir haben mehr als die Scouts. Sehr schön. Schön weggeatmet. Sehr nice. Naja, Kombi habe ich 5000. 4700. Man läuft doch. Schöne Runde. Oh ja. Ich will das jetzt wissen. Haben wir mehr als die Scouts? Das wäre natürlich nice. Ja, hier den Progetto, den habe ich für 1,5 bekommen. Das hilft natürlich. Ja. Das war auf jeden Fall nice. Wo sind unsere Scouties? Hatten wir welche? Ja, den EBR. Er hat sage und schreibe 1500 gespottet. Läuft bei ihm. Und der Gegner hat 899 gespottet. Okay, und jetzt kommen wir mit 3259 und 2001. Also ich würde sagen, wir haben bewiesen, die IS-7 ist auf jeden Fall mit oben dabei. Die kann alles. Best Scout ever. Ja, das war's dann auch erstmal für heute. Erstmal vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mich echt gefreut. Gerne. Danke, danke.
Und ja, ich denke, wir sehen dich irgendwann wieder. Ja, das wäre doch Ansonsten schön. auf Twitch TV Lenny, ne, mit Unterstrich hinten dran und einer 4 als A. Schaut mal vorbei, lohnt sich. Macht's gut, bis Schön. bald, euer Mu. Tschüssi. Ciao, ciao.